Als ich ein Kind war, kam ein Annam-Pfad zu Besuch. Ein Ehrengast ist ein Anlass für eine große Jagd. Ich aber durfte nicht teilnehmen. Man trug mich stattdessen auf, dem alten Weisen Mundschenk zu sein, während alle anderen auf die Jagd gingen. Du hast gewiss, was passierte. Weiser Annam-Pfad schenkt dem Kind einen Hauch von Aufmerksamkeit. Wir redeten schließlich, bis die Jäger zurückkehrten. Er gab mir seine Hände. Jagen über seinen Körper, wobei sie alle Taschen und Falten seines Waffenrocks durchsuchen. Das hier. Er zeigt ein verrostetes eisernes Medaillon in Form eines Hundekopfes, ein unterer Grenzbewohnern, Entdeckern und adligen Anhängern von Gallarmin weit verbreitetes Symbol. Da mein Vater bestand auf meine Ausbildung und niemand in meinem Dorf widersetzte sich ihm. Jetzt, er lächelte breit, brauche ich keinen Bogen mehr zum Jagen. Woher stammst My du mother's ursprünglich? crotch. You? Aus dem Schoß meiner Mutter, sagte er. Du? Was für ein Zufall. Wegen des Schrittes deiner Mutter bin ich auch gekommen. Ich meinte, aus welchem Land kommst du? I grew up in Erglanfoth, specifically in and around Thane Bog. My people, the Fisher Crane tribe, are migrant stewards of the land. I've walked the whole of Glanfoth many times. Ich wuchs in der Glanfahrt auf. Genauer gesagt, in und um Tensumpf. Meine Leute, der Fischerkranich stammen, sind nomadische Verwalter des Landes. Ich bin schon viele Mal an jedem Ort in der Glanfahrt gewesen. Welche Geschichte steckt hinter dem Symbol von Whale auf deiner Augenklappe? Whale ist als das augenlose Gesicht bekannt, also schien mir das Symbol gut auf meine Augenklappe zu passen. Gedankenverloren fährt er mit einem Finger den Riemen der Augenklappe entlang. In meinem Heimatstadt ist Whale-Bilddeutung ziemlich beliebt, aber hier im Dürrwald scheint er weiterhin nicht so verehrt zu werden. Ich dachte mir, wenn ich mein Auge ihm, der verdunkelt und offenbart war, und genügend Hingabe zeige, dann könnte Whale das alte ruinierte Ding vielleicht gebrauchen können. Er zieht aber eben der Augenklappe und lässt sie ihn mit einem Schnappen los. Wenn du also denkst, ich würde Hinterteile und Brüste anstarren, dann ist es eigentlich nur der Wille Whales, der meinen Blick kontrolliert. Ehrlich. Welches Verhältnis hast du zu Galloway? Ich wurde als Jünger des Gottes der Suche aufgezogen. Er ist der Meister der Jagd, ganz gleich, ob es einfach nur die Eigenversorgung geht oder das akademische Streben nach Wissen. Ich meine, in meinen späten Jahren fand ich, unterbricht sich selbst, schüttelt den Kopf und fängt nochmal von vorne an. Das Leben hat mir gezeigt, dass ich mehr für die Wege des Wales geschaffen bin. Die furiose Jagd nach Wissen lässt die Reise zum wahren Verstehen oft hinter sich zurück. Druiden sind dafür bekannt, sich in Tiere zu verwandeln. Welche Kreaturen sind das bei dir? Als du ihm die Frage stellst, geht er einen halben Schritt nach hinten. Alle möglichen Dinge, sagt er ruhig, verbunden mit einem langen, unbehaglichen Blick. Hier starrte ich mit verschränkten Armen ausdruckslos an. Lass uns etwas anderes besprechen. So eine knappe Antwort bin ich von dir aber nicht gewöhnt. Was hältst du zurück? Geheimnisse kann ich in meiner Gruppe nicht gebrauchen. Los, heraus mit der Sprache. Wenn du darüber sprechen möchtest, ich bin ganz Ohr. Very funny. Making fun of the disfigured man. Er schaut dich mit leerem, ernstem Gesichtsausdruck an und deutet auf sein halbes Ohr. Wie lustig, auf Kosten eines erstellten Mannes Spaß zu haben. Dann nehmen wir mal die It's a Eins. long story and I haven't really told it before to an outsider. So bear with me. Das ist eine lange Geschichte. Hier war es verlagert sein Gewicht von einem Bein auf das andere. Und ich habe sie doch dir, einem Außenstehenden, erzählt. Also hab Nachsicht. I struggled with spirit shifting, the final rite of passage in my druidic training. I prayed to Galloway for insight and, in the style of seekers of old, went to the forest, alone, to ask for guidance. Ich hatte mit der Gestaltwandlung zu kämpfen, dem letzten Initiationsritual meiner Druidenausbildung. Ich betete für Einsicht zu Galloway und begab mich im Stille der Suche vergangener Zeiten allein in den Wald, um ihn um Anleitung zu bitten. Then I got my answer. An answer at least. In the form of a vibrantly colored Stelgar that pounced from the underbrush and made a salient demonstration of its capacity to eat things 1/15th its size. Und dann erhielt ich meine Antwort. Er zog mit den Achseln. Eine Antwort in Form eines kräftig gefärbten Stelgier, der aus dem Unterholz sprang und überdeutlich unter Beweis stellte, dass er auch Dinge fressen kann, die ein Fünfzehntel so groß wie er sind. Da du mir die Geschichte selbst erzählen kannst, wie hast du das Biest abgewehrt? Das ist ja schrecklich. Ich bin dankbar, dass du überlebt hast. Lass mich raten. Das Biest hat ja ein bisschen Vernunft in den Schädel geprügelt. So furchtbar wie
das auch klingen mag, ist es ein fantastisches Initiationsritual. Nehmen wir mal das erste. Fend it off. I ripped off its arm and sent it running. Abwehren, er zieht das Gesicht eines beleidigten Mannes, grinst aber breit, um seine Belustigung verbergen zu können. Ich riss ihm den Arm aus und schlug ihn in die Flucht. As the beast was lopping off bits of my handsomeness, I remember trying to fight back, swinging with arms too short to reach. I felt I had the energy for one last swipe at the beast's nose, and when I lashed out with a punch, my arm felt twice as massive, and my fingers sprouted talons. Ich erinnere mich an meine Gegenwehr, als das Biest kleine Stücke meiner Schönheit herausriss, wie ich mit zu kurzem Arm um mich schlug. Ich spürte, dass ich nur noch Kraft für einen letzten Schlag gegen die Nase des Biests hatte, und als ich zuschlug, fühlte sich mein Arm doppelt so massiv an und aus meinen Fingern wuchsen Krallen. In a rush of power, I shifted into a mirror of my assailant. Apparently, he couldn't pick on someone his own size. By the battle's end, his severed arm was in my maw. The beast limped away in defeat. Mit einem plötzlichen Kraftschub wandelte ich mich in ein Spiegelbild meines Angreifers. Anscheinend konnte er es mit jemand anderem seiner Größe nicht aufnehmen. Als der Kampf zu Ende war, hing sein abgetrennter Arm in meinem Maul und das Biest humpelte besiegt von dann. Das ist aber eine ziemlich beeindruckende Geschichte. Schon was, ich dachte, das Gestaltwandeln zu erlernen würde mir etwas Respekt einbringen. Vielleicht würde ich mir sogar ein idyllisches Mädchen mit einem Faible für kleine Männer ins Netz gehen. Ach, wäre ich ein Anfänger geblieben, es wäre mir womöglich besser ergangen. Als ich in mein Dorf zurückschlenderte, sahen sie meine Wunden und fragten mich, was passiert sei. Ich zeigte es ihnen. Sie nannten meine Form einen Herbststelgier und eröffnete den Mund, zögerte aber einen langen Augenblick, bevor er mit Bedacht weiterspricht. Sie waren gar nicht beeindruckt. Die Reo meines Zirkels halten den Herbststelgier für eine verruchte Abscheulichkeit. Man sagt, dass die Seele unwiederbringlich verloren geht, wenn man von so einem Biest gefressen wird. Da dies meine erste und intuitivste Form war, hielten sie mich für einen Träger ihrer Bosheit. Obwohl ich meine Leute niemals auch nur bedrohte, wurde ich als unpassend beurteilt und verstoßen. Ivarias seufzt und kratzt sich sein vernarbtes Gesicht. Ich weiß nicht, was mir Gerdaway damit sagen wollte, denn daraus lernte ich nur, dass einen der Gott der Suche bestraft, wenn man sucht. Du hast deine Gestaltwandelform nicht selbst ausgewählt? Nein, sagte er aufgewacht. Er hat mich ausgewählt, zumindest bilde ich mir das ein. Ich hatte immer angenommen, dass ich mich in ein Hermelin verwandeln würde. Scheint meiner wahren Natur näher zu kommen. Er deutet auf das Abbild Wales, das auf seiner Augenklappe gestanzt wurde. Wie es der Verschleierte lehrt, wenn die Antwort rätselhaft ist, muss man sich damit zufrieden geben, über die Frage nachzudenken. Wurdest du endlich als richtiger Druide angesehen? Deine Stirn legt sich in Falten. Nein, aber ich weiß, dass ich ein Initiationsritual bestanden habe, das fünfmal so gefährlich war, wie das dieser Verräter am eigenen Volk, die darauf bestanden, dass ich gescheitert sei. Also bist du eine Seelenkannibale? Ivarias starrt mit einem Stirnrunzeln an, bevor er sein Gesicht mit den Händen verbirgt. Nein, brummelt er. Zumindest glaube ich nicht, dass es geht. Ich habe mich niemals hingesetzt und eine ganze Person gefressen, um es herauszufinden. So neugierig, das herauszufinden, bin ich auch nicht. Ja, könntest du lernen, eine andere, weniger schreckliche Form zu verwandeln? Kann ich bereits und manchmal mache ich das auch. Er sagt ja mit einem stiller, strahlenden Lächeln, das aber schnell wieder zu einem Stirnrunzeln zurückkehrt. Aber die Ruinen meines Zirkels messen der ersten Form große Bedeutung zu. Für sie werde ich für immer unrein sein. Danke, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Well, if you don't know me, you can't trust me. And if you can't trust me, odds are low you'll leap in front of a flying arrow to save my life. Er errötet und zuckt an seinem Wams. Nur wenn du mich nicht kennst, kannst du mir nicht trauen. Und wenn du mir nicht trauen kannst, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass du in die Flugbahn des Pfeils springen wirst, um mein Leben zu retten. I've been meaning to visit the Druids of Twin Elms to see if they know more about my spirit shift. If our journey takes us there, perhaps they can enlighten me with more information about the Autumn Stelgar. But for now, maybe we can talk about something less depressing? Ich wollte die Druiden in Zwillingsohren fragen, ob sie mehr über mein Gestaltwandeln wissen. Sollte uns die Reise dorthin führen, könntest du sie mir vielleicht mit Informationen über den Herbststelgier erleuchten. Er räuspert sich und setzt ein gequältes Lächeln auf. Vielleicht könnten wir erstmal über etwas weniger Deprimierendes sprechen. Ich möchte mehr über Galloway und Vale erfahren. Er starrt dich mit einem Auge
mit seinem einen Auge ausdruckslos an. Oh, ich weiß nicht, was es über das Thema noch mehr zu sagen gäbe, es sei denn, du hast auf eine religiöse Debatte abgesehen. Erzähl mir mehr von deinen Gedanken über Vale. Vale lernte ich während meines ersten Jahres in Exil erst richtig kennen. Ich fragte mich, warum Gellermin mich dafür bestrafen sollte, Fragen zu stellen. Welcher gerechte Gott bestraft einen dafür, das zu tun, was er verlangt? Die Hinterfragung bei der Zerfleischung machte mich einfach verrückt. Auf dem Höhepunkt meiner Sorgen hatte ich Träume, in denen ich nur mit meinem verletzten Auge sehen konnte. Mein gesundes dagegen war in meinen Träumen blind. Er hebt die Augenklappe an, um sich vorsichtig an der Augenhöhle zu kratzen. Du kannst einen kurzen Blick auf einen verrunzelten und vernarbten Abszess unter der ja wellverzierten Klappe sehen. Also stach ich eines Nachmittags ein sterilisiertes Augenmotiv auf die Augenklappe. Ich halte es gerne für mein Selbstinitiationsritual in die Bruderschaft von Vale. Vale ist keine belehrende oder herrische Gottheit. Er verbietet nicht großzügig Weisheiten und erwartet von uns allen, sie zu hinterfragen und mit unserem eigenen Verstand zu erforschen. Vale erinnert mich daran, dass meine Neugier für alle Wahrheiten empfänglich ist und nicht nach einer bestimmten Antwort strebt. Hat Vale mit dir jeweils direkt gesprochen oder dir ein Zeichen gegeben? Helfen dir deine Gebete zu Vale dabei, den Sinn in dem Stenke-Angriff zu erkennen? Du siehst immer noch nach Weisheit, doch du fragst nur bloß einen anderen Gott, weil dir der erste nicht antwortete. Klingt danach, als solltest du Galloway dafür danken, dir die Weisheit Wales gezeigt zu haben. Fragen wir mal das zweite. Sein Gesicht wird rot und er lacht nervös. Auf gewisse Weise ja, seine Gebete an das augenlose Gesicht zu richten, bedeutet die Angst vor dem Unwissen, die Angst, keine Antwort zu haben, fahren zu lassen. An manchen Tagen kann es eine Herausforderung sein, die Ungewissheit zu umfassen. Aber wenigstens verlangt Vale kein Zölibat. Lass uns über was anderes sprechen. Was kannst du mir über Galloway sagen? Während er über deine Frage nachdenkt, legt er die Stirn im Falten. Betrachte es als erloschene Ergebenheit. Ich werde den Gott der Suche immer respektieren, aber er ließ mich der Zerstörung anheimfallen, als ich lediglich nach Wissen strebte. Genauso wie es seine Lehren entsprach. Er verschränkt seine Finger und dehnte sie, bis die Gelenke knacken. Galloway hat mich gezeichnet. Wenn ich mein verschrobenes Spiegelbild sehe, erinnere ich mich an seine Gegenwart. Nicht nur mein Gebet wird von Galloway inspiriert, auch meine Angst. Solltest du Galloway nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen, schließlich hast du durch den Angriff das Gestaltwandeln erlernt. Bist du dafür gar nicht dankbar? Meinst du, dass dir Galloway vielleicht nur hätte zu helfen versucht, wenn auch auf merkwürdige Art und Weise? Ein geringerer Mann würde die Demütigung der Götter akzeptieren und nach mehr verlangen. Gut gemacht, du hast Galloway den Rücken gekehrt. Wenn mir ein Gott eine Aufgabe geben würde und mich dann für die Befolgung seiner Anweisung verkrüppeln würde, wäre ich genauso wütend wie du. Nehmen wir mal das zweite. Ich glaube vielleicht, er kneift die Augen zusammen und sein Gesicht verzieht sich zu einem Stirnrunzeln. Die Möglichkeit, dass Galloway mir nur helfen wollte, indem er mich für alles auf meiner rechten Seite blind und taub gemacht hat, besteht gewiss. Versetze ich mich mal in meine Lage. Sollte ich zurückgehen, in den Wäldern wieder mit ihm kommunizieren und einen weiteren Angriff provozieren? Galloway ihn jemals wieder um einen Gefallen zu bitten, wäre ein selbstmörderisches Glaubensbekenntnis. Er spuckt auf den Boden. Alles. Lass uns über was anderes sprechen, zu einem anderen Zeitpunkt. Wie war es zu mit den Achseln, dein Pech? Naja, aber wir haben seine Quest aktualisiert oder gekriegt. Mein Reisegefährte Varius hat den Wunsch geäußert, mit den Ruinen zu sprechen, die in und um Zwillingsulm leben. Die Varius ist in seinem eigenen Stamm nicht mehr willkommen, da seine Stammesbrüder seine Geistergestalt fürchten, den Herbstdelgier. Er möchte Druiden von anderen Traditionen befragen, besonders solche, die keine solch feindselige Reaktion auf das Wesen zeigen. Die Varius hat offenbart, dass er aus seinem Zirkel ausgestoßen wurde, weil seine Gestaltwandelform der Helbstdiergier als Abscheulichkeit gilt. Er will mehr darüber erfahren und glaubt, dass es in Zwingsum einen Druiden geben könnte, der dabei helfen kann. So sind wir an Hivarias Quest gekommen. Jetzt haben wir mit den drei Leuten, die ich nicht in der Gruppe habe, gesprochen und ja, vier Folgen verpratzt. I'd be glad to. Ich würde mal sagen, die letzte Folge nutze ich jetzt dafür, Zeug zu verkaufen und nach Anslux Kompass zu reisen.
damit wir uns dort mit dem Schmelztiegelritter-Vertreter treffen. Und dann in der nächsten Aufnahmesession kümmern wir uns endlich mal um Kolx und Redrick. Better indeed. Was sagt denn mein Bau? Ein Tag und 15 Stunden, also ist noch ein bisschen hin. Naja, ich habe noch sehr viele Waffen und so zu verkaufen.